wie sieht eine vernünftige Reform aus? Erstmal Grundgedanke, volkswirtschaftliche Gewinne erzielen durch kompetente Reformen ist das Grundmotto. Und dann aus den volkswirtschaftlichen Gewinnen heraus können wir uns überlegen, wie weit wir die Klimaziele finanzieren. Und wie macht man jetzt volkswirtschaftliche Gewinne? Beispiel Gesundheitsreform. Stellen Sie sich vor, da wäre jetzt mein Hausarzt, der würde mir in Zukunft nur noch spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten anbieten und würde also auf Gesundheitsförderung setzen. Ihr kriegt dann nur noch am meisten Geld, wenn ich für jeden Monat, den ich gesund bleibe, kriegt er am meisten Geld. Also Belohnung für Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung. Dadurch sparen wir jedes Jahr 70 Milliarden ein. Und dann können wir davon die Pharmaindustrie ein bisschen mithelfen, denn die werden deutlich weniger Tabletten absetzen. Weil der Arzt ja dann kein Tablettenhändler mehr ist, sondern ein Gesundheitsförderer mit allen Mitteln. Arbeitet auch mal mit Tabletten, aber nicht nur mit Tabletten. Ja? Und dadurch sparen wir, also von den 70 Milliarden können wir vielleicht 50 Milliarden, damit könnten wir jetzt überlegen, was wir machen. Wir könnten die ins Klima stecken, dann würden wir 5 Kohlekraftwerke stilllegen mit Entschädigung aller Mitarbeiter. Aber das ist der sinnvolle Ansatz. Drittes System heißt also quasi erstmal ein Wirtschaftswunder erzeugen und aus dem Wirtschaftswunder heraus können wir uns manches erlauben, aber nicht die deutsche Wirtschaft ruinieren durch drastische Steuererhöhungen und ähnliche Dinge oder gar durch eine Revolution. Ja, was halten Sie von, ist Ihr erster Kontakt mit drittes System, gell? Was halten Sie? Grundsätzlich ein guter Ansatz. Ist halt immer die Frage, gerade bei so Konzernen, gerade im Gesundheitsbereich, was die Pharmaindustrie angeht, genau wie die Autoindustrie, inwieweit die nicht in der Politik mit drin sind und halt sagen, wir wollen keine Förderung haben. Ne? Wir wollen auch keine Fahrräder fördern, weil wir wollen Autos verkaufen. Richtig, genau das. Ja. Ne? Auch mit den Parkplätzen. Wir wollen keine Parkplätze für E-Bikes abgeben oder für Elektroautos. Wir wollen weiter unsere Autos verkaufen. Genau. Das ist, da ist der Grundansatz, weil sonst laufen wir die weg nachher. Der Grundansatz ist der, dass die Wirtschaft dann am meisten, auch die Automobilindustrie, dann am meisten Geld bekommt, wenn ich nicht verletzt werde in einem Autounfall, wenn ich gesünder lebe und meine Wohlfühlnoten besser werden. Und dafür ist Fahrrad zum Beispiel 1000-mal besser. Also wird der Arzt immer das Fahrrad empfehlen. Das ist richtig. Frage ist halt, inwieweit da dann die politischen Hintergründe, gerade bei diesen Riesenkonzernen. Die Lobbyisten. Genau, dass da dann nachher, dass die dann sagen, das wollen wir alles nicht, ja. Ne, weil wir wollen nicht gefördert werden. Ne, wir wollen unseren Umsatz machen durch unsere Verkäufer. Durch noch mehr Autos und noch mehr, genau. und noch mehr Tabletten, genau. Und noch mehr Kranke und noch mehr. Ja? Dass die dann sagen, wir hätten gerne günstigere Rohstoffe für unsere Autos und für unsere Tabletten. Ist halt dann die Frage, wie da der Ansatz ist, weil keiner würde gerne von der Stütze leben. Ne? Und so ist es ja dann in der Industrie auch. Ich kürze ab, unser praktischer Ansatz, wir stellen sich vor, wie ich schaffe es, dass ich doch zu den Nicht-Revolutionären unter den Leuten immer besseren Draht kriege. Wir haben schon gewisse Kontakte, aber dass dann hier Greta stünde und 30 Journalisten drumherum und die Greta würde nur sagen, wir sollten überall diskutieren und auch die Konzerne sollten darüber diskutieren, ob es nicht für sie als Menschen viel besser ist, dieses dritte System zu praktizieren, weil wir alle was davon haben. Und wenn wir dann die Firmen entschädigen und die Aktionäre, es geht in erster Linie um die Großaktionäre und Aktionäre, entschädigen, dann haben wir eine Chance. Sonst gegen die Konzerne haben wir null Chance. Ja, das ist richtig. Aber die Frage ist halt immer, inwieweit da das Menschliche gerade bei den Aktionären ausreicht, um da an das Menschliche zu appellieren. Sie sind eben auch Menschen. Und wenn man ihnen sagt, wir halten eure Aktien, eure Dividenden konstant, dann sagen sie, okay, damit kann ich leben. Wenn das wirtschaftlich machbar ist, dann... Die Einsparungen sind so gewaltig, dass wir uns das leisten können. Dann müsste man halt da mal einen kommunikativen Ansatz finden, um da mit den Menschen entsprechend zu kommunizieren.